Guten Morgen und was geht ab, ihr Hartgeldstricher? Willkommen zurück zu Dragon Ball. Wir sind wieder auf der Erde. Ich glaube, es ist im letzten Teil ein bisschen untergegangen, warum auch immer. Und, ja. Habe ich alles schon. Und, ja, wir haben noch eine Nebenquest zu tun und ich habe gesehen, dass man auch als Vegeta spielen kann, wenn man Bock drauf hat. Aber das Einzige, als man nicht spielen kann, ist Krillin tatsächlich. Dann kann ich im College noch irgendwas machen. Ah. Rio. Lassen wir mal weg. Das ist geil, das ist geil. Piccolo. Noch nicht. Oh. Dann nehmen wir jetzt erstmal das Galaxy-Strahl. Wo hab ich. Was das hier? Sehr geil. Wenn man pinken Hemd. Ich werde jetzt erstmal den Weg. Alter, die sind alle ganz schön stark. Ja. Wenn die alle so viel Leben haben, habe ich ziemlich viel Problem befürchtet. 28.000 Schaden. Die haben wirklich alle so viel Leben, ne? Oh mein Gott. Wieso kann er das denn eigentlich? Oder wieso konnte ich das nicht die ganze Zeit nicht? Oh meine Fresse, ey. Alter. Nee. Wir warten noch, bis wir Level Up haben. Wir sind. Nee. Gut. Naja, dann nicht. Ja, mit vielen Versuchen hätte ich es wahrscheinlich geschafft, aber der Damage war ja insane. Ach so, ich muss jetzt mit Son Gohan spielen. Hab ja nichts gegen Son Gohan, aber. Mach mal so, oder? Batman! Eat if you need to. Jo, mach ich. Ah, das war doch die alte, wo uns dieses Kochrezept zum Anfang gegeben hat oder sowas. Okay. Okay. Ah, komm. Immer noch ein paar Stufen über den Gohan. Das
stinken, wenn ich der wäre. Alter. Ja. Kann ich noch so. Und Gohan hat echt viele Mini-Attacken. Der kleine Dungeon ist irgendwie so langsam. Hätte ich gerne einen normal großen Charakter, mit dem ich spielen kann. Das normal groß, wie geht das, ist auch nicht der größte, aber ein Kind. Es, das gab ein S, so scheiße wie das war. Sicherheit. Ja, vorhin hatte ich auch so einen guten Kollegen, der meinte auch, er müsste es in Sicherheit bringen, weil er von meiner Kiste gelaufen ist. Deswegen brauchen wir lautere Autos auf den Straßen, Leute. Damit man die Autos hört, bevor man über die Straße geht. Nicht nur sehen, hören. Schreibt euch ein für lautere Autos. Jo. Ah. Danke. Alter, diese Geräusche manchmal, ne? Story-Belohnung. Kriege ich die jetzt vielleicht als Marke? Nein. Dann nicht. Dann gehen wir mal zu Chi-Chi. Jo. Jetzt kommt Trunks, glaube ich. Mom's always worried about me. Well then, ready to hit the books again, go. Oh ja, klar. Ja. That's what I like to hear. You should study up and surprise your father with your genius when he gets back. Das dauert aber gar nicht mehr so lange, ein Jahr oder sowas nach der Namekssage, was, oder? Hurry back, Dad. We miss you. Ob ein Jahr lang war auf Jahr dort. Okay. Mal sinnlos EP gekriegt dafür, dass ich nichts gemacht habe im Prinzip. Roughly a year and a half had passed since the fight with the dreadful Frieza. Okay. But there was still no sign of Goku returning to Earth. The world had entered a period of peace. That peace, however, was to be short-lived. Den Cold finde ich eigentlich auch gar nicht so kacke. As a new threat was rapidly approaching the planet. Trunks. Marcel, ja. Perfekt. Sehr geil. Ich finde das Hemd von Vegeta irgendwie geil. Ich weiß auch nicht warum. Everyone's here already? Krillin, you felt it too, right? Dank dem seine Haare in 1,5 Jahren wachsen schon wieder. Someone else with enormous power like his. Yeah, kind of hard not to notice. There's no way we're gonna miss a massive energy reading like that. This can't be good. Do you really think it's Frieza? Wenn denn sonst? Sure seems like it. They'll know we're here if you don't quit your foolish babbling and lower your power levels. Wir haben schon sieht irgendwie aus wie Kokosnusskopf von Netz ultimativer Schulwahnsinn, falls ihr das kennt. They have scouters after all. The Namekians already lowered his. At least one of you is smart. Piccolo! They're here! Meow.
They landed over there! Ayo. It's Frieza. It's gotta be... hold on. I think there's someone else with him. Do not fly! Ach, 10 oder so. We can avoid scouter detection by simply walking up to them. You guys have... actually fought against someone with this much power? Yeah. You gotta be kidding me! What are we supposed to do once we get close to him? You'd rather stay Boxen. Back here and rot, is that it? Piccolo immer noch angepisst. All of us know what we're up against. Just to be perfectly clear, Earth is completely done for. This can't be happening! Wow. Ja, okay, wenn man danach halt nicht weiter trainiert oder sonstiges, kann es gerade nicht fliegen. Okay. Sprich mit den anderen über Frieza. No, this Frieza guy, ja. He's really that. To think we're going up against him again. Okay, und wie geht er? Kakarot, why didn't he finish that bastard off? Hat er doch. Oh, ja, guck dir die Technik von denen an. Ich weiß, wer hinter der ganzen Freezer-Kacke steckt. Elon Musk? Wer sonst? Der Elon. First we'll move in. On foot, of course. Klar, wen sonst? Fahrrad oder was? Ja, meins steht da hinten am Baum. Das habe ich gerade angeschnallt. Man, the closer we get, the heavier the air seems to get. We're almost at his ship. Are you sure you're ready for this? Yes. Ah. Eine Chrompolitur auf den Füßen. Steht ihm. So, this is Earth. I've seen worse hunks of rock. Alter. Warum sie jetzt den Synthesizer drüber gelegt haben, verstehe ich nicht. Goku, you keep going on about, is set to arrive here in 3 hours. So you intend to wait for him, Frieza? Why, of course, father. But I want him to suffer for what he did to me, so I think I'll slaughter every last one of his beloved Earthlings. Okay. I couldn't care less about the Earthlings, but we do absolutely need to rid ourselves of that Super Saiyan. Immer von King Cloud ist geil. Den Kollegen kann man noch. Ja, lass mich jetzt Frank spielen. The mysterious savior from the future. Ah, der aus der Zukunft, einer anderen Zukunft kam und. What's that now? You're here to kill us, you say. Ja. Eliminate him. Sehr geil. Komm schon, Körperteile und Blut. Oh. Well now, it seems you've got some skill. Spiel ist mir ein bisschen so unblutig, muss ich sagen. Beim Kind, der ist doch kein Kind mehr. Goku. Oh, I see. So you're an ally of his. Ogo. Never met the guy. Only know him by name. Trunks ist eigentlich. Peter Trunks ist eigentlich auch so ein guter Charakter. You do realize that killing my men puts you in grave danger, do you not? Now I have to kill you myself. You miscalculated. A miscalculation? Oh, I beg to differ. Wiping you and the rest of the filth from this planet would be child's play. That's not what I meant. You're about to find out what it's like to fight a real Super Saiyan. Yes, and I'm not talking about Goku. Yes, that's tatsächlich genauso wie im Anime. Okay, das war jetzt nicht so cool. Das hätte man wesentlich cooler hinstellen können. Alter! Dann das jetzt schlimmer wird. Cool. Kannst du zurückbauen? Nee.
Running a tag. That's not a threat. That's a fact. Kommt ganz mit seinem Vater einfach alles zu töten, was geht. Oh mein Gott. Er macht ihm ein paar mehr Schaden als meiner. Und Burning Attack. Oh oh. Jo. Alles klar. Rück, Bruder. Ist jetzt gut, die Attacke. Wo steht er denn wieder auf? Achso, ich sag ihn jetzt. Zack. Quatsch. How is this possible? Sehr cool. Nein, man sieht eigentlich erst die Stücke rumfliegen. Impossible. Mann. Nee, so lief das auch nicht. Das lief ungefähr so, aber trotzdem. Nein, eigentlich spielt er erst mit King Cold und gibt ihm sein Schwert und was weiß ich. Super Saiyans sind arrogant. Die sind nicht so. Jo, einfach alles töten. What the world is going on? One way to find out. Jetzt in Erinnerung. Eben war es noch ein Kind, jetzt ein Jugendlicher. That's him, isn't it? Keep your guard up. We don't know who we're up against. Alter, halt. Ich habe heute tatsächlich was Interessantes auf der Arbeit gelesen. Hast viele Leute von Aktivierung ihrer Sitzheizung kacken müssen. Warum auch immer. Danach habe ich gelesen, dass das Tiere bei ihren Kindern machen. Also Katzen decken ihren Kindern den Arsch durch die Wärme und Stimulierung müssen die dann kacken. Ich frage mich, wäre klar. Klingt irgendwie logisch, aber wie machen die dann Werbung für Sitzheizung? Jetzt unsere neue 6 Stufen verstellbare Sitzheizung. Von ganz hart bis Durchfall oder merkwürdig. Naja. Weiter im Text. How does he know about my dad? He's gonna show up right over there. If you're coming, then follow me. So, what do we do? Hierher laufen. I'm gonna follow him. Yeah, me too. I'm going to find out who this creep is. Manche Animationen im Spiel sehen wirklich nicht so geil aus, muss ich sagen. He doesn't seem like a bad guy. Ist irgendwas? Ich brauche ein paar D-Medaillen mehr. Ob ich so viel Keyblast wie so ein Dino brauche? Ah, nee. Was zum Testen jetzt mal machen? Nee. Goldener Wolf.
Hi. Könnten wir erstmal die Gegend. Ja. Danke. Ich weiß nicht, warum dafür der Bildschirm schwarz werden muss, aber. Goldenes Wolfsfell. Ach. Wieso ist denn. Achso. Okay. Alter. Das sind viele. Die machen sogar Schaden. Hätten wir vielleicht mal hier eine Gruppe anmachen sollen. Alter. Leute, kommt runter. Alter. Wieso sind so viele? Der andere kann auch nichts außer irgendwelche Stiere schießen, oder? Ja, so um die nichts gemacht, außer Spiele schießen. LOL. Team Clash mit so einer komischen Drohne oder was? Finish! Okay. Level up. Okay. Geil. Nee, ne? Viele kommen denn von denen eigentlich noch? Danke. Ja, jetzt aber die ganze Zeit so, oder? Kann ich denn da eigentlich nicht blocken bei so einem Scheiß? Reicht doch irgendwann mal. Oh, danke. Und tschüss. I actually won. Ah. Ah. Oh. 35 kann ich mir jetzt Gitter holen. Och man. Ach ja, das kann ich auch noch.
Ach, Fuba. Stimmt, das kann ich auch. Schöne Fleisch von irgendeiner Schnecke. This apple looks tasty. I think I can handle this. Here I go. Ah, was da? Ja. Danach gehen wir mal weiter in der Story. Die nerven so extrem. Die nerven einfach so. Warum sind es denn auch immer so viele gegen mich? Okay. Leicht nervig, wie das überhaupt nicht interessiert, wenn ich den irgendwie in Masenko ins Gesicht schieße. Ey, wie viele Drohnen haben die denn? Reicht jetzt so langsam. Alter. Holben. Und tot. Es. Aufstieg. Naja, komm, Leute. Reicht jetzt. Ich dachte, vielleicht kann man hier noch irgendwo irgendwelche Spielmedaillen finden oder so. Aber. Dann nicht. Katschin. Ja, komm. Auf geht's, Leute. Immer schön durch die Bäume fliegen, mal anhalten. Ah, eine D-Medaille. Sehr cool. Auch die Attacken. Lol, kann ich nicht überfahren werden? Was? Gut, dann weiter. Ah, ich bin nicht stark genug. Gibt's die Rennen? Aber ich habe noch gar keine Fahrzeuge, oder? Warum kann ich mir eigentlich Fahrzeuge bauen? Oder wie kann ich mir Fahrzeuge bauen? Weil Fliegen ist schon das Coolste eigentlich, aber trotzdem. Hi. Hallo, Ranks. Well, I've only heard about him. I haven't had the privilege of actually meeting him yet. Oh, really? So, hey, how do you know when Goku's coming back? Aus der Zukunft. Well, I'm afraid I can't tell you that. I'm sorry. So, can I ask? Reden war nicht der Beste. You were a Super Saiyan when you beat Frieza earlier, weren't you? How did you do that? Unfortunately, I can't tell you that either. Sorry. What's your name? That too. You can't even tell us your name? Well, what about your age? I'm 17. Android 7. So you can tell us your age. But that's all I can tell you. I really am sorry. Hey, wieso hat er nicht einfach gelogen? Well, I guess it doesn't matter. You saved the Earth, after all. It'll be another 3 hours before Goku gets here. So please, just hang tight a little bit longer. Also warte noch ein bisschen. Alles klar. Dann gibt's erstmal den Testkampf, den epischen, der epische. Ah. He should be here soon.
glaube mit Kuis. Dann eine Kapsel bricht die doch dann, oder? Mit irgendeinem von der Gin. Was ich gerade. Goku! Dad! How'd you guys know I was gonna be here? This young man here clued us in. Who is he? It's Kotick-san. You mean you don't know who this is at all? Nope, never seen him before. That reminds me. Who took care of Frieza and the others? That was some crazy energy. We've got him to thank for that as well. He made quick work of them by becoming a Super Saiyan. A Super Saiyan? Yo. Goku, I need to speak with you. In private, if you don't mind. In private? With me? Yeah, sure. Hey, what's the big deal? You gonna keep us in the dark? Yeah. Sorry, guys. Just hang tight for a bit, okay? Vor allem, er sieht sie alle 1,5 Jahre nicht, auch so nicht, und geht dann. I guess I'd better go talk to him. Pass auf, Nummer 37, dein Goku. Ja. So, hier, pass auf. Ich weiß. Ah. Okay. Okay, das erklärt. Ah. Kaioken stärker als mein Super Saiyajin, ja? Wow. Muss ich aber noch was ausprobieren. I'm pretty sure they said he could turn into a Super Saiyan as well. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Just who is that guy? Irgendwo hier war das so ein Höhleneingang. Gut, das ist doch gar kein Problem dann. Ja und? Die Stufe. Oh Gott, warum geht das denn nicht? Oh, ist die Sword oder was ist hier los? Golden das Wolfsfleisch, sehe ich nicht. Goldenes Gazellenfleisch, Premium sogar. Der Wahnsinn, weh, ich finde das hier keine. This looks extra juicy. This looks like a great apple. Hier nix. Erinnerung. Wie das Plan. So. Die Lauftruppe offenbar wird es gewesen. We got a keeper. Alright! This apple is extra juicy. Found some tasty looking food. This looks like a great apple. Die Medaille, komm schon. Sehr geil. Alright! Die goldene Schnappen. This apple is extra juicy. Alright! This has gotta be some tasty meat. This looks like a great apple. Jetzt geht's kämpfen. Weil ich die Yadrat-Kleidung von Son Goku überhaupt nicht geil finde. I need to know something. Are you able to become a Super Saiyan at will? Ja. Yeah. I mean, I couldn't at first. But I can control it pretty good now. Ja. That's great. Now I have to ask. Would you mind transforming for me now? You got it. Ja. Okay, jetzt sieht's doch cool aus. This good? So... What now? Guess we both be Super Saiyans? Now, I'll become a Super Saiyan too. Ach, nee. Whoa! And
I'd like you to fight me. And I won't go easy. Fine by me. Okay, jetzt. Fine by me. Pretty amazing. Toll. Total Story entsprechend, ne? Du slow, ich bin dir ausgerissen, Alter. Okay. Und so. I have more than enough power to overwhelm freezing the door. I can tell you aren't serious. Und so. Okay. Okay. Hey, you're a boss. I can see how you defeated Frieza so easily. Bird bomb. I was supposed to? What do you mean? If you only had arrived here earlier. But for some reason, I guess you could stop. Well, I wouldn't say that. I know a little technique called instant transmission. Instant transmission. Endlich. Aber das kann so langsam nicht anwenden. Das ist wahrscheinlich, oder? Whoa! Alter. Gar nicht schlecht. Changed history for no reason then? Changed history? Alter, wie viel EP? Amazing. You're just as good as I'd heard. Yep. No. Better even. Okay. I'll tell you everything. Jetzt gibt's wieder die Story um die Ohren geknallt. It's important that you make sure not to tell anyone else what I'm about to tell you. Gotcha. But don't worry, talk away. It might be difficult to believe what I'm about to say, but I've come here from 20 years into the future using a time machine. Come here. The future? 20 years from now? Yep. My name is Trunks. I'm Vegeta's son. What? Vegeta's son? Actually, now that you mention it, yeah, you do kind of look like him. Hemd. I'm gonna be born 2 der Hemdlutz, Alter. Das ist der Hemdlutz. Guckt euch an, der Hemdlutz, Junge. That's not why I came here. Jetzt komme ich erst drauf. Warum komme ich denn jetzt erst drauf? I need to tell you. Gute Hemdlutz. So please listen. Huh? Oh, right. 3 years from now. On May 12th. At around 10 a.m., two incredibly powerful figures will appear on an island 5.5 miles southwest from South City. Who are they? Are they aliens? No. They're androids. Created right here on Earth. They were created by a mad scientist from the former Red Ribbon Army named Dr. Giraud. The Red Ribbon Army? Yep. That's right. The same one you took down many years ago. Oh yeah, when I was just a little guy. I thought I got rid of those guys a while ago. Like back when I beat up their boss. Unfortunately, Dr. Giraud survived and continued his research. Hat so Goku das nicht gemacht, wäre einfach schon
so richtig früh die Cyborgs gekommen. So, what's he after? World domination or something else crazy? I'm not entirely sure, but it's possible that was his end goal. But his androids were designed to be killing machines. And they meaning the androids were free to kill and destroy to their heart's content. It's been just me against the two of them. I struggled to make it out alive. Wait, what happened to everybody else? Tot. They're gone. 20 years from now, I'm the only fighter left. In the fight, 3 years from now, my father over there, Krillin, Piccolo, everyone is killed. Only Gohan managed to make it out alive. He taught me how to fight 4 years before I came here in the time machine. As you know, with Piccolo gone, the Dragon Balls could no longer be used. Meaning we couldn't bring anyone back once they were wieder killed. Wieder zu Namek. Oder wieder nach Namek. The android's unquenchable lust for bloodshed eventually turned the world into a nightmarish hellscape. They're too strong. Nothing can take them down. Hey, wait, hold up a sec. What about me? They didn't kill me too, did they? Coronavirus, eindeutig. Du bist an SARS gestorben. Even you couldn't join in the fight. Not too long from now, you'll fall prey to a severe heart virus. What? Well, this is a pickle. I'm guessing Senzu beans won't work, huh? Man, this sucks on so many levels. Warum auch Senzu Bohnen auf einmal nicht? Lame way. I really wanted to fight those guys. You're disappointed you can't fight them? Aren't you scared? Well, yeah, I'm scared. But you said they're crazy strong, right? Of course I want to fight them. I see. You really are a true Saiyan warrior, aren't you? Here, when you start to see symptoms, take this. It's a medicine developed 20 years from now. It should keep you alive. Whoa, really? Gut ist es. Awesome. Beim Virus kriegst du. Ach, es war wahrscheinlich irgendwas von Yadrat. Normally, history shouldn't be changed. But I've got to do whatever I can to prevent the Time Patrol Trunks hätte jetzt in die Eier getreten, mein Lieber. My mother always spoke very well of you. She knew you'd help us. That's what pushed her to complete the time machine. Wait, your mother? She knows who I am? Yes, she knows you well. Wait, you said she built a time machine. Isn't that right? And the only person I know who can do that is... Yeah. No way! Your mom isn't... Bulma? Yes. She's right over there. Whoa! Bulma? Logo. Out of all the stuff you just told me, that's gotta be the craziest. I thought she'd stick with Yamcha. Nein. To think she'd end up with Vegeta of all people, I mean, it just makes no sense. Obwohl, eigentlich schon. Please, make sure not to tell anyone. I can't have people knowing who I really am. If you do, well, I might never be born. Ja, stimmt allerdings. Oh, yeah, right. Mom's the worst. Well, I'd better get going back to my own time. I need to let my mother know how everything went here. Hey, are we gonna see you again? Making a round trip in the time machine requires a lot of energy, so it'll take some time. Oh, yeah. If I can survive until then, I'll definitely come back to lend my support 3 years from now. Darf doch. Stay alive!
What a great new goal! Now I'm gonna start training extra hard for the next 3 years. Halt nicht, warum die. Fuck. Warum die nicht einfach in den Raum von Geist und Zeit gehen? Alter, was? Z-Fähigkeit? Was? Ja. Ja, immerhin SS. Alter. Ich muss den ganzen Kram mit Claire erstmal verteilen. Well, now I just gotta figure out what to tell. Zum Glück ist der Goku ja der Schlauste, wie man weiß. Hey, Goku. We just saw that guy take off. Where did he go? Oh, him? Yeah, he, I guess you could say he went back home. Went back home? So, just who is this guy? He's... Hey, isn't there something more important you should be telling us? Huh? And was? If you can't find the words, then allow me to help you. Alter. What? You mean you heard? Ach schon, das Gehör ist nicht in Amerika. My sense of hearing is leagues above any of yours. Relax, all right. I won't say anything that could possibly endanger him. We're not going in unprepared. If we die, it won't be for lack of skill. So sieht's aus. Wait, die? Fäll ihn direkt wieder auf. Nee, nicht schon wieder. On the hunt for the androids. Piccolo explained the situation, being careful to avoid revealing anything that could expose Trunks' identity. Piccolo ist wenigstens ein bisschen. The others could do little to hide their shock at what he had to say. About the terrifying truth regarding the two androids that would appear 3 years from now. In order to prevent history from plunging into darkness, everyone made the decision to train for the upcoming fight. Again. Androids, huh? Yo. Man, I never thought I'd hear anybody mention the Red Ribbon Army again. Was that young man really from the future? Yo. I'm just as shocked as all of you, but I actually think we can trust this guy. Kakarot. Oh, jetzt. Hemdlot. Spill it. How did you get off planet Namek alive? Right. We've been going crazy wondering what happened to you. Yeah. For a second or two, I thought I was done for. But then, right at the last second, I somehow managed to find a spaceship. That's right. The Ginyu forces. You took one of their ships. But when I jumped in and started to fly away, the spaceship took me to a planet called Yardrat. Come on. Those Ginyu goons had attacked Yardrat before, so they must have had that as the destination. So that explains the getup. I'm guessing that's what the Yardrats wear? Yep, they were all super friendly. They gave me these clothes since mine were torn up pretty bad. I find it extremely hard to believe that you came back from Yardrat empty-handed. Those freaks may be weak, but they have strange powers. You picked up some of them, right? Bingo! I wanted to learn a lot more, but they really only had time to teach me one technique of theirs. It's called instant transmission. Beste Technik ever. Huh? Instant transmission? Yep, instant transmission. The weird thing is that you have to home in on the energy of a person, not a place. So you can't warp to a place unless you know someone there. That's one heck of a downside, huh? Stimmt, aber ist trotzdem cool. Not much of a downside, if you ask me. Well, I guess there's nothing you can't do now, huh? All right. I guess we'll all see each other again 3 years from now. Normalerweise beamt er sich direkt zum Mutantroschi und klaut seine Sonnenbrille. Where should we meet? The androids will arrive May 12th at 10 a.m. on an island 5.5 miles southwest of South City. We'll be meeting up on that same island an hour earlier at 9. And don't show up unless you're ready to fight. Okay. We're not gonna babysit those unable to pull their own weight. Kakarot!
You may be a Super Saiyan, but mark my words. I promise I'm going to put you in your place soon enough. Don't forget that the number one Saiyan here will always be me. Naja. Und da haut der Stinkstiefel ab. We'll see each other in 3 years. Where we said. Hey, don't show up unless you really feel you're ready. All right, we better get going. Ach, so, geht's. Piccolo, what do you say? Want to train with me and Gohan? I've been dying to fight you again. Sure, sounds good to me. Yay! I get to train with Mr. Piccolo again! All right, see you guys soon, or in 3 years. Right. Als ob man sich nicht zwischendrin mal auf einen Kaffee treffen kann, aber nein. 3 Jahre so, ah ja, wir können zwar fliegen und ich kann mich teleportieren, aber ich komme nicht bei euch vorbei, um euch einfach alle zusammenzuholen, dass wir alle zusammen trainieren können. Ist es okay mit dir, wenn wir das tun? Fine, aber don't waste too much of our time. Ja. Gut. Ich möchte aber kurz was wissen. Erst das. Nein. Hä? Da hier oben. Zwei. Schwierig. Mhm. Ach, cool. Nee. Hä? Hä? Reiche Stufe 40. Einschlager. So. Oh, Piccolo ist. Was? Ja, Base von Piccolo. Okay, gut. Müsste ich ja jetzt eigentlich abschließen können mit Piccolo, ne? Naja. Machen wir dann in der nächsten Folge, weil ich muss los. Macht es gut und haut rein.